So, da sind wir auch schon wieder bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Okay, bevor wir weitermachen, möchte ich ein kleines Wort an alle wenden, an alle Dark Souls-Fans. Vorgestern, am 10. Juni 2016, war der Dark Souls 1 Global Restart Day. Da haben sich 100.000 Spieler wieder in Dark Souls 1 eingeloggt und neue Chars erstellt. Und ja, die Aktion läuft noch. Also es sind noch viele Spieler aktiv, muss ich sagen. Ich übrigens auch auf dem PC. Nur für die, die es nicht mitgekriegt haben, möchte ich das hier mal kurz erwähnen. Deswegen wird auch die erste Folge jetzt auch Global Restart Day heißen. Ja. Also falls sich jemand wundert. Gut, so viel zum Vorwort. Wir sind im Offline-Modus gerade. Also ich habe ja, wie gesagt, schon im Offline-Modus gestartet. Die Karte da hinten haben wir uns schon angeguckt beim Kartografen. Dann können wir jetzt direkt in den Sonnentempel starten. In den Sonnenturm. Also hier Sonnenturm, Sonnenturmzugang. Und können dort erstmal ein bisschen aufräumen. Dumdi-dumdi-dum. Ha, von hier aus kannst du nicht auf uns schießen. Ja, alles andere im Eisenschloss haben wir bereits abgeschlossen. Nein. Den Glockenhüter-Eid will ich nicht annehmen. Oh, und hier kommt auch schon der erste Gegner. Wieder ein kleiner Glockenhüter. So, der ist aber kein Problem. Und wie gesagt, ich mache Offline-Modus einfach aus dem Grund, weil im Offline-Modus halt Phantome spawnen, die halt im Online-Modus nicht spawnen. Oh, hi. Dich gibt's ja auch noch. So, weg mit dir. Diese Phantome sind übrigens alle Einweg zum Glück. Da ist noch ein Glockenhüter und da ist so ein Dicker. So, zum Glück sind die Glockenhüter nicht sonderlich stark. Die Dicken da hinten sind eher das Problem. Beziehungsweise werden eher das Problem sein. Jo, da kommt er auch schon. Aber zum Glück scheint man mit Schild ganz gut gegen sie klarzukommen. Man muss nur auf die eigene Ausdauer aufpassen. Wow. Und dank der Reichweite des Speers geht das auch ganz gut. So. Und dafür, dass die Jungs so stark sind, geben sie viel zu wenig Seelen. Ich habe keine Pfeile mehr. Stimmt, ich habe vergessen, die Pfeile wieder reinzusetzen. Jedenfalls die Holzpfeile. Da setzen wir mal die Feuerpfeile mit rein. So. Da war Loot versteckt. Und der Glockenhüter. Genau. Auch wenn wir ihn schon mal besiegt haben im Sonnenturm, er taucht hier wieder auf. Ist aber wirklich nicht sonderlich stark, jedenfalls wenn wir einen Speer benutzen. So, Eindringling verbannt. Glockenhüter ist weg. Wir kriegen von ihm sogar ein Schild.
Und ja, wir könnten hier einen Hebel ziehen. Das mache ich erstmal noch nicht. Weil der Hebel läutet da oben die Glocke. Und wahrscheinlich auch die dort drüben. Ich will erstmal das Gebiet clearen, bevor ich den Hebel ziehe. So, da ist nämlich schon das nächste Phantom. Eins der Schwächeren in diesem Gebiet. So. Das Problem ist eher, hier ist noch mal einer von der Sorte. Wow. Und ja, der kann zu uns hier hochklettern. Die beiden können das zum Glück nicht, sonst hätten wir ernsthafte Probleme. Aber ja, ich muss euch sagen, früher hatte ich immer richtig Probleme mit den Jungs. Also mit diesen hier. Erst einmal, weil die ein böses Schild haben. Wow. Und weil sie viel zu viel Schaden austeilen. Ja, aber ich mit meinem Schild komme irgendwie gut gegen sie an. So. Andere Schilde, also gerade die kleinen Schilde, wurden immer von denen weggebasht, wie nichts Gutes. So. Erstmal gucken, dass ich dich wegbekomme. Ohne dass dein Kumpel mich bemerkt. Hallo, ich bin hier. Ja, dieser Mondbogen, der macht zum Glück nicht so viel Schaden. Die Äxte mit dem Feuer sind da schlimmer. So. Glockenhüterschild. Nett. Ebenfalls Pinselgewürz und hier sieht man eine verschlossene Tür. Wie kriegt man die wohl auf? Ja. Dafür müssen wir wieder mal Glocken läuten. Erstmal gucke ich aber, hier war noch genau was rumgelegen. Noch ein Pinselgewürz. Sonst ist hier allerdings nichts erstmal. Das heißt, wir können jetzt wieder hier runterrutschen. Und den Glockenhebel ziehen. So. Und es läuten wirklich beide Glocken. Und wenn man da hinten hinguckt, geht das Tor auf. Ich hoffe, man sieht's. Es ist offen. Ja. Hier hochhüpfen können wir nicht. Das ist übrigens eine sehr interessante Konstruktion. So ein Flachdach und daneben ein Spitzdach mit der Höhe. Also entweder passt das Gebäude hier nicht ganz richtig rein. Dem, auf dem wir hier rumlaufen, war gar nicht gedacht, dass hier außenrum noch was gebaut wurde. Oder der Architekt hat einen an der Schraube gehabt. Ja, man sieht wirklich, wir sind auf riesigen Lavafeldern. Hier nochmal, um es zu verdeutlichen. Überall Lava. Wo war doch bei der Götze? Da ist der Götze. Ich sehe wirklich keinen Flecken, wie man an diese Windmühle rankommen könnte. Nee. Also ich verstehe es nicht. Es ist wirklich so, als ob man durch den Aufzug eine Art Phasensprung gemacht hat. Das ist das einzig Logische, es zu erklären. Gut. Sesam, öffne dich. Selbstverbrennung, ja, ein schöner Zauber. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier waren nämlich noch Secret-Wände.
Hier ist erstmal Menschenbild und ein paar Pastillen. Gut, hier ist keine Geheimtür gewesen. Also ich drücke jetzt gerade die ganze Zeit die Aktionstaste, während ich die Wände abklappere. Aber ich weiß, dass hier eine Geheimtür ist. So, und hier hinter sind zwei Truhen. Können wir gleich mal öffnen. Großschwert des Schwarzen Ritters. Und Schutzglocke und großer Geisterbaumschild. Ja, das Großschwert des Schwarzen Ritters. Wir haben ja schon mal das Drachentöter-Großschwert gefunden gehabt. Haben wir das noch hier? Nein, aber wir haben das Großschwert des Schwarzen Ritters. Das kennen die Dark Souls 1 Spieler unter uns sicherlich noch. Das ist nämlich einer von Gwyns Schwarzen Rittern. Großschwert eines Ritters, die vor langer vergessener Zeit in einem Gebiete des Lichts dienten. Selbst als ihr Fleisch von Flammen versenkt worden war, blieben sie stark, hielten Wache und forderten Besucher ihres Landes zum Kampf heraus. Das ist alles Informationen über Gwyn und seine Schwarzen Ritter. Ja, der Stab des Katalysierers. Wir haben übrigens auch irgendwo noch das Drachentöter-Großschwert. Oh ja, das Schild, das ich jetzt eingesammelt habe, ist auch interessant. Schild des blauen Geistbaums, wie er im Gleichnis des Traumgottes Quella erwähnt wird. Besitzt angeblich göttliche Kräfte, kann Zauber mittels Parieren abwehren. Vor langer Zeit lebte ein Junge, der sehr furchtsam war, bis sich der sprechende Baum der Traumwelt in ein Schild verwandelte, um ihn zu beschützen. Ja, Glockenhüter, Schilde sind nicht so wichtig. Alone, Rittergamaschen, Grabwächterunterteil, Stiefel des Männchen. Wir haben doch noch irgendwas gefunden gehabt hier. Egal erstmal. Hier hüpfen wir runter und können wieder zum Leuchtfeuer zurück. So, da wechseln wir mal kurz in die Gegenstandskiste. Haben wir bereits ein Glockenhütterschild? Nein, haben wir nicht. Das Schild können wir auch mal weglegen. Ah doch, wir haben die Glocke gekriegt oder den Kanalisieren. Die meisten Kleriker halten diese Glocke als ihre erste heilige Glocke. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Wenn ihr Wunder einsetzen wollt, müsst ihr eine heilige Glocke ausrüsten oder ein Wunder an einem Leuchtfeuer zuweisen. Die Stärken der meisten Wunder hängen vom Wind des Wirkenden ab. Und das hier ist eine Schutzglocke. Heilige Glocke, die häufig von den Klerikern Lindels verwendet wird. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Heilige Glocke, die hochrangigen Klerikern gewährt wird. Und so weiter. Ein vom Pyromanten verwendeter Flammenbeschleuniger. Pyromanten erzeugen mit dieser Flamme verschiedenste Feuerkünste. Ja gut. Jetzt ein kleiner Zwischenabstecher im Erntetal. Da ich ja mein Eid jetzt wieder leisten will beim Sonnenorden. Und dann nehmen wir uns noch das nächste Gebiet vor, bevor ich wieder in den Online-Modus schalte. So, da muss nur der Typ hier weg. Damit wir hier lang können. Verfolgt uns irgendwer? Nee. Und dann können wir hier unseren Eid leisten. So. Eid geleistet und wir sind wieder im Sonnenorden. Und den Eid werde ich jetzt eine ganze Weile behalten. Also wir werden nicht mehr viel hin und her springen. Den Eid werde ich so lange behalten, bis wir 30 Münzen haben. Weil so viele brauchen wir, um auf diesem Eid auf Maximum zu kommen. Ich denke mal, die ganzen PvP-Eide werde ich euch mal ersparen.
da sie doch ziemlich, also nichts für ein Let's Play eigentlich sind.